Hey! Gott verdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal, was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Das war der letzte. Gut gemacht, Deputy. Du hast der Sekte einen gehörigen Dämpfer verpasst. Einen riesigen Dämpfer. Du hast sie regelrecht kastriert. Jetzt werden sie vorsichtiger sein. Das sollte dem Widerstand das Leben leichter machen. Weiter so. Ich kann dir gar nicht genug danken, dass du diese elenden Kultisten losgeworden bist. Mein Kumpel hat gesagt, am Saloon hätte jemand Pflanzen und sowas gesammelt. Dabei hat er wohl was davon gebrabbelt, man müsste die eigene Biochemie verändern, um die Sekte zu bekämpfen. Verdammte Junkies. Wie, das war's? Ja, danke dafür nichts. So. Machen wir erstmal den hier. Oh, Alter. Ja, voll geil. Okay, warte. Dann machen wir mal ganz kurz so. Ach Gott, das kannst du vergessen, dass ich das kaufe, ey. So, jetzt. Kurz rechnen. 3,6 ist viel zu viel, ey. Wie gesperrt. Ach so, 5. Wir haben jetzt 3, oder? Sind es 4? Ich weiß es nicht. Naja, gut. Dann hätte ich vorgeschlagen, dass komischerweise... Ach, ich bin so blöd. Dann hätten wir den ja eben mitnehmen. Ach nee, den konnten wir nicht nehmen. Stand da ja, ne? Dann haben wir nichts falsch gemacht. Das heißt, wir müssen den irgendwo suchen. Okay. Okay, okay. Dann haben wir nichts falsch gemacht. Okay. Das heißt, wir müssen sowieso auf das Ding hier warten. Das ist egal. Den haben wir fertig. Das haben wir auch fertig. Das heißt wiederum, wir könnten uns ja dann... Ach, hier. Einmal das hier holen. Nein, kein Skin drauf. Hallo? Dann holen wir uns den hier.
So. Ja, voll geil. Ist für Takedowns richtig gut. Das Beste, was wir kriegen können. Wir gucken mal kurz. Ja, hier. Sehr geil. Und zusätzlich haben wir hinten, haben wir jetzt noch die Schlagrunde hier. Hier spricht Kim Rye. Ich rufe Nick und den Deputy. Könntet ihr vielleicht mal bei mir vorbeikommen, falls ihr Zeit habt? Bitte? Ist jetzt kein Notfall oder so. Also, noch nicht. Sonderzustellung. Und dann gibt's Informationen. Da würde ich gerne mal hin. Moment. Ich weiß, dass ich nicht in den Himmel komme. Ich gehöre dort nicht hin. Als der Herr und ich uns unterhielten, blickte er auf meine Sünden und sagte mir, was ich tun soll. Rückschauend erkenne ich, dass all meine Siege und Sünden mich auf diese Krise vorbereitet haben. Ich fürchte Eden's Gate nicht. Ich habe Angst um die Menschen, die hier zwischen die Fronten geraten. Jacobs Wölfe sind nicht natürlich. Frag mal diese Naturschützer. Vielleicht wissen die, was da los ist. Oder was man dagegen tun kann. Dr. Sarah Perkins. Perkins mit Ö übrigens. So. Achso, das hat er mir jetzt aufgedeckt. Nein. Das wollte ich. Acht. Wir brauchen noch 3 Punkte. Das heißt, wir müssen als nächstes mal ein Prepper-Ding wieder machen. Ah, jetzt können wir uns so einen geilen Heli vielleicht holen. Obwohl, nee, das wäre ein bisschen zu günstig, glaube ich. Ich weiß nicht genau, warum. So. Das hier. Könnten wir theoretisch mal machen. Obwohl, warte mal. Wir können das doch, glaube ich, auch irgendwo... Das können wir machen, wenn wir aus dem Valley irgendwann mal rausgehen vielleicht. Ah ne, das sind hier die Nebenmissionen. Das sind die Außenposten. Hier stehen dann nur die Fertigen. Ist ja auch toll. Oh, die Musik ist so schön. Hier ist auch noch eins. Wir haben noch 2 Verstecke bis jetzt, die wir noch nicht haben hier. In dem Gebiet. Klatsch Nixon, alles klar, ciao. Ja, dann würde ich sagen, wir machen mal das hier. Das da. Nein! Oh. Ist auch noch ein Laden dafür. Stimmt, dann können wir hier mit dem Auto mal dahin fahren. Gucken. Obwohl, ne, ergibt keinen Sinn. Wir gehen erst so hoch, da gibt es ja auch noch Kohle und dann gucken wir mal, wie teuer so ein Ding ist. Das würde ich machen. Und da kriegen wir auch gleichzeitig noch 3 Vorteilshefte, glaube ich. Das wäre für die Gesundheit sehr geil. Die würde ich nämlich relativ schnell gerne auf 200%. Percent. Ich werde meinen Kindern davon erzählen. Dann machen wir mal ganz kurz hier den. Die haben wohl wieder Gefangene zur Ranger-Station gebracht. Arschlöcher benutzen sie als Zielscheiben. Wir dürfen nicht tatenlos dabei zusehen. Also los! Des Whitehall Parks. Dann haben wir noch Zeit. Ich kann es kaum erwarten, das Zeug. Hau ab! Kann ich hupen. F. So. Okay, los geht's. Mal abkürzen. Ja, sieht so aus. So, ist doch viel schöner so. Ich habe was vergessen. Hier links. Ach, da bin ich. So. Was passiert hier? Oh, Alter, diese Geräusche.
hat Erntebefehl wo? Ja. Ah, Schlüssel. Die haben auch ein Bild von Boomer. Wieso hat jeder ein Bild von Boomer hier in seinem Haus? Und vor allen Dingen mal das gleiche. Was sind das für Leute, die hier wohnen? Überall. Warum? Na egal. So. Ist auch ein geiler. Ist auch eine geile Bank hier. So. Prep-Notiz. Hey, ihr dummen Okay, das lese ich jetzt nicht laut. In meinem Bunker kommt ihr niemals. Das ist einbruchsicher. Ich habe ihn selbst gebaut. Aber selbst wenn, dann kommt ihr eben nicht ganz sicher wieder heraus. Heimwerk und Platten. Da müssen wir rein. Lesen. Dover Spike Notiz. Les, Baby. Ich weiß gar nicht, warum diese Strommenschen vom Hilgard Elektrizitätswerk sich so anstellen. Dafür braucht man doch keinen Abschluss. In Elektroingenieurswesen oder sowas. Du und ich, wir haben diesen Bunker mit unseren bloßen Händen erbaut. Von wegen Sicherheit am Bau. Und überhaupt. Habe ich nicht letzten Monat einen Rauchmelder für eine Sprenkleranlage bei Red gekauft. Es wird schon alles klar gehen. Weiter unten. Hier unten. Weiter unten, ja. Noch weiter unten. Na ja. So. Ach, guck mal. Bisschen Blissöl haben wir schon. Alles klar. Hier können wir Ansage machen. Mal alles. Was ist denn hier los? Achso. Das habe ich mir schon gedacht. Ja, danke für nichts. Hä? Aha. So. Okay, warte mal, dann machen wir mal ganz kurz hier. Da. Ah, guck mal hier. Okay. 250. Ach, wir haben schon 200. Fängt ja schon bei... okay. Jetzt haben wir 250. Das finde ich natürlich sehr gut. So, dann gehen wir mal hier hoch wieder. Okay, ich glaube nicht an Was passiert hier? Danke, Ubisoft Montreal. Danke für gar nichts, ja. Die direkt hier vor die Bude zu stellen, das ist natürlich... Ja, na gut. Aber wir haben eine Karre. Das finde ich gut. So. Ja. Ist das der Bunker hier? Ja, John's Gate, ja. Man merkt überhaupt nicht, wo die Map zu Ende ist, glaube ich, gerade. Das Ding hier müssen wir auch nochmal platt machen, glaube ich. So, und dann wollte ich jetzt nach hier zurück, ne? Gucken, wie teuer so ein Ding ist. Da kriegen wir unendlich Autos da unten, deswegen gucken wir mal kurz. Wie geht's, Kumpel? Dauert nicht lang, dann brummt diese Werkstatt wieder. Auf heutzutage überragend. Jo, Bro, wie geht's dir? Ich bin gar nicht der Bruder, aber... Ja, erstmal sagen. So. Da vorne wollen wir. Moin. Da
Da sind haufenweise Peggys in der Radarstation. Warum Worauf tust du das? Warten wir noch? Wir sollten sie von da vertreiben. Warum tust du das? Was meinst du? Lust auf Nervenkitzel? Pinco-Radarstation. Alles klar. Pinco. Verdammt, ich wollte jetzt gerade so ein geiles Wortspiel machen. Mir fällt es nicht mehr ein. So. Hier. Ich würde gerne den hier holen. den haben wir schon. Woher haben wir den? Ich habe gar keinen gekauft. Ich würde gerne den holen. Ist voll geil. Die hier nicht. Die können nix. Hours of Darkness. Das ist übrigens das erste DLC, was für das Spiel hier mal rauskam. So, für euch nehmen wir... Oh, den haben wir auch. Ist mit Sicherheit, weil ich das DLC habe. Oder weil ich alles zum Spiel habe, außer diese Dinger hier oben. Die kann man ja nochmal extra für echt Geld kaufen. Das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Oh, den könnte man... Den können wir theoretisch jetzt immer fliegen. Das finde ich gut. Okay, dann. Ach, ganz ehrlich, scheiß auf die Karte. Wir gucken mal, ob wir... Stimmt, wir können mit dem Dingen dann hier oben, den wegballern da oben, das Schild. Dann machen wir das mal schnell, pass auf. Kann der auch schießen? Ja, komm, dann nehmen wir den hier. Dann brauchen wir uns ja gar keinen kaufen, streng genommen. Nehmen wir einfach mal den hier. Der hat ja auch alles. So. Ab geht's. In der russischen Armee. So, nein, habe ich nicht gesagt. Gibt es so eine geile russische Version hier von In the Army Now? Da gibt es eine russische Version von, müsst ihr euch mal. Das ist echt. Jedes Klischee erfüllt. So, zurück zum Spiel. Ich finde es schön, wie die Bäume noch nachgerendert werden da links. Plopp, 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 plopp. Finde ich gut. So. Passiert gar nichts. Hä? Passiert halt original nichts. Nichtskönner. Originale Nichtskönner. So, wer kennt das noch? Teil von Johns gigantischen Ding runtergeschossen. Das hätte ich witzig gefunden. Wie kann ich denn... Ah. Das verdammte Ding wird wirklich niemand vermissen. Leider hat John dessen Zerstörung nicht mehr miterleben können. Das ist leider richtig. Kurz das probieren. Wie weit... Oh, an das Detail haben sie noch gedacht, den Bären hinzusetzen hier oben. Ja, ich wollte nur mal kurz die Bäume schneiden. Kürzen wollte ich die natürlich. Hä? Was passiert hier? Warum? Warum? Spiel, warum? Ist gut. Oh. Diese Pieperei, Alter. Ciao. Diese Pieperei nervt ja ab, ey. Glaubst du ja nicht. Wo bin ich ja eigentlich gerade? Hier oben. Guck mal. Ich würde sagen, wir laufen mal bis... Als ob ich bis hierhin... Ernsthaft? Bis hierhin kann ich das Ding setzen. Okay, warte. Zwei Kilometer. Sicherlich. Bis dahin würde ich aber gerne mal.
500 Meter. Na, großartig. Kann man den Nebel in Grafikeinstellungen ausschalten? Warte mal. Grafik. Da. Textur, Schatten, Umgebung. Wasser, Terrain. Nebel. Da kann ich nicht ausschalten, die kann ich nur niedrig schalten. HD-Texturen. Boah, voll, ich sehe da voll den Mega-Unterschied einfach. So. Bewegungs- und Schärfe ist aus, ist glaube ich klar, ne? So. Gucken, ob das was bringt hier. Nee. Ich wollte die geile Aussicht mal genießen hier oben. Aber das bleibt mir ja leider verwehrt. Dann stellen wir das wieder hier so ein. Dann kann mir keiner was. So. Ich laufe mal weiter nach oben. Weh, hier spawnt jetzt noch ein Bär, Alter. Ich habe keinen Bock, hier noch mehr Tiere abzuballern. Ich laufe mal hier nach oben. Dann laufen wir dann mal nach da links. Nicht da, wo der Wegpunkt ist, sondern nach da links. Ja, da. Ihr wisst schon, wo ich meine. Da. Wo der Punkt gerade ist. Oh, wie schön diese Aussicht. Alter, voll geil. Voll, auch wenn gerade alles im Nebel steht, ja. Aber voll geil. So muss ich aufpassen, dass ich hier nicht genau in dieses Gebiet hier reinrenne. Aber das geht ja noch bis... Hä? Muss ich mich verarschen? Das fängt genau von der Bergkante an. Ich würde gerne mal da oben hochlaufen jetzt ganz kurz. Wer keinen Bock mehr hat, kann vorspulen, ja? Keine Sorge. Dafür verachte ich euch dann aber nicht, ja? Oh, schön. Nein! Boah, fick dich. Okay, irgendwo hier. Ah, hier. Hier können wir langlaufen. Mit Langlaufschieren. Okay, Entschuldigung. Oh, Junge. Alter, wie schön, dass hier, abgesehen davon, dass die Meldung abnervt. Mal. Hä? Idiot. Alter, wie geil das. Oh, schön. Oh. Ich will nur mal gucken, was da hinten ist. Das ist ein Erdran. Ach, das ist die Kirche, wo wir Dingen geholt haben, ne? Das ist der Bunker. Vollsend müsste da sein. Das ist Vollsend hier. Da, guck mal. Da ist die Kirche. Ja. Schon schön. Bitte nicht rutschen. Das wäre ein blöder Abgang, glaube ich. Schade, dass man nicht ganz oben auf dem Berg kann. Das hätte ich mir noch gewünscht für das Spiel. Aber sonst... Gut, da ist jetzt nicht so viel. Schade, dass jetzt gerade Nebel da ist. Oh, sieht das schön aus. Okay, wollen wir langsam wieder back in business gehen? Ich zoome mal ein kleines bisschen raus. So. So viel haben wir hier ja auch nicht mehr zu tun jetzt, ne? Hier können wir porten, dann können wir hier doch mit dem Heli theoretisch dahin. Ach, diesen blöden Konvoi, den können wir eigentlich direkt mit dem Hubschrauber wegschnitzeln. Das wäre eigentlich am besten, glaube ich. Okay.
Stimmt, die müssten wir eigentlich mal ganz kurz machen hier. Scheiß Sammelaufgabe hier. Ja, eigentlich nur die beiden hier müssten wir machen. Noch. Dann halt die ganzen Außenposten noch. Haben wir 1, 2, 3 nur? Nein! 1, 2, 3, 4. 4 Außenposten haben wir noch. Okay, dann würde ich vorschlagen, machen wir das jetzt mal. Oh, Alter. Hier ist eine Nebenmission, die ist am nächsten dran, deswegen würde ich vorschlagen, machen wir die mal ganz kurz. Ach ja, schön. Ich finde es übrigens toll, wie unten am Monitor noch ein bisschen was abgeschnitten ist von dem Ladebildschirm. Jetzt nicht, wenn die Filmbalken da sind, oder wie man dies auch immer nennt. Sondern, ihr wisst, was ich meine. So, mit Sicherheit. So. Ich gehe kurz auf den hier. Wieso läufst du nach rechts, wenn ich Q drücke, Kollege? Wir könnten mal, nach langem könnten wir mal wieder, ja, aber nur vielleicht, ja, könnten wir mal wieder den holen. Und wenigstens mal ein bisschen Gesellschaft am Tag haben. So. Ich glaube, in der Kirche waren wir noch gar nicht, oder? Alter, ey, du gehst halt vom Berg runter und bist halt direkt wieder hier back in action, Alter. Dass man auch nicht mal so ein bisschen Ruhe kriegt. Die ganze Zeit so Vollgas aufs Gehirn geballert, Alter. Das ist echt unnormal. Alter, warum? So, oben waren wir ja schon mal. Ich würde trotzdem nur noch mal kurz gucken. Allein, weil wir es können. Ja? So. Was? Es müssen Leute gerettet werden. Ach so. Voll, vor allen Dingen voll im Kopf immer dagegen. Kein Problem, ich guck nur kurz hier rein. Langsam hätte sich der Perk hier für Dinger knacken schon mal gelohnt. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Sakristei, oder wie heißt das? Entschuldigung. Manche Leute glauben, dass die Aliens kommen. Amerikanischer Schwarzbär. Ja, oh, ich sehe schon. Ist das einer? Nein. Bevor er hier komplett ausrastet. Aus dem alten Hotel die Straße runter kommen komische Geräusche. Dort spukt, solange ich denken kann. Also weiß ich nicht, ob es die Sektenfuzzis sind oder Geister. King's Hot Springs Hotel. Okay. Das war die falsche Richtung. Wir spielen jetzt ganz kurz Metro Exodus durch und dann sind wir wieder da. Kleiner Moment. So, jetzt sind wir fertig. Drehe ich jetzt immer in die falsche Richtung, das Mausrad hier. So. Ich weiß, ich kann nur mit 1, 2, 3, 4, aber... Noch wer? Oder waren das alle? Sag mal. Sag mal, jetzt mit der Seilrutsche wäre mega unauffällig, glaube ich, ne? Kann ich denn hier... Ach, da.